Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jonas Hostetler, ich bin aus dem Vorstand der NGW und habe heute das große Vergnügen, Ihnen Professor Andreas Thürle vorzustellen, der heute aus Bern hier hingekommen ist, um uns über die superschweren Elemente der siebten Periode zu erzählen. Also das ist ganz unten im Periodensystem, das ist etwas, wo die Schülerinnen und Schüler mich in der Schule immer fragen, ja, was ist jetzt mit diesen Elementen, was machen die? Wo ich dann immer nicht so viel erzählen kann, weil man nicht viel weiß. Also Herr Thürle wird sicher viel mehr wissen und da bin ich darauf sehr gespannt. Ja, Herr Thürle hat in Bern studiert, in Bern doktoriert, war dann auch am PSC, er war in Berkeley an der TU München und kam dann wieder nach Bern zurück, hat auch wiederum am PSC gearbeitet, aber jetzt hat er mir gerade gesagt, ist er nicht mehr dort. Also jetzt nur noch, also nur, ist noch immer genug an der Universität Bern. Ja, und ich bin sehr gespannt, was Sie uns über die siebte Periode erzählen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte von Herrn Hostetler und das feine Nachtessen, was der Herr Oetli mir bereits spendiert hat. Ich hoffe, ich werde den Erwartungen gerecht. Vielleicht vorab, Winterthur ist nicht ganz unbekannt in meinem Lebenslauf. Ich bin nämlich hier geboren. Aber dann bin ich dann von meinen Eltern etwa im Alter von 4 Jahren nach Bern entführt worden. Und ich habe also den lokalen Dialekt komplett verloren. Aber einmal, kann ich Ihnen sagen, habe ich das beherrscht. Also zumindest als 4-Jährige. Gut. Beginnen wir jetzt aber mit dem Vortrag. Der Titel ist das Periodensystem der Elemente und zwar insbesondere Periode 7. Und Sie sehen hier eine berühmte Persönlichkeit, die sehr eng mit dem Periodensystem verbunden ist, ist Mendeleev. Und in St. Petersburg, wenn man sein Labor besucht, was heute ein Museum ist, kann man auch dieses Schriftstück dort sehen. Und das ist ein Entwurf von 1869 über das Periodensystem. Und ich möchte mit Ihnen das Dokument auch ein bisschen näher anschauen, bevor wir dann wirklich auch zu den schweren und den superschweren Elementen wechseln. Heutzutage schaut das Periodensystem so aus, also wir haben 118 Elemente, das schwerste ist das Oganeson und Sie sehen hier die Perioden 1, 2, 3 bis 7 und Periode 7 beginnt also mit dem Francium, dann Radium, dann wechseln wir zu den Actiniden, Actinium, Thorium und so weiter. Aber hinter dieser Periode 7 versteckt sich sehr viel auch Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Und auch darauf möchte ich dann kurz eingehen. Also das sind die Elemente der Periode 7. Gut, der erste Teil meines Vortrages wird sich dem Thema widmen, der Suche nach einem Ordnungsprinzip für die chemischen Elemente. Und ich habe hier das Titelbild aus den Nachrichten der Chemie 2019 gewählt. Also Sie sehen hier all diese Plätzchen als Elemente und die Frage ist ja, wie muss ich sie anordnen, damit es richtig ist und damit ich auch gewisse Voraussagen eben machen kann. Gehen wir zurück, vielleicht zuerst in der Geschichte. Ein erstes rudimentäres Periodensystem hat Döbereiner 1829 vorgeschlagen und Sie können schon sehen, dass gewisse Elemente einen richtigen Platz haben, also hier Lithium, Natrium, Kalium, dann Calcium, Strontium, Barium, Schwefel, Selen, Tellur, Chlor, Brom, Jod. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Und der Nächste, der sich mit dem System, dem Periodensystem, diesem Problem angenommen hat, war Lothar Meyer, 1864 und jetzt diese Tabelle ist etwas schwieriger
zu verstehen. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass man das durchaus in das heutige oder zumindest Teile des heutigen Periodensystems überführen kann. Also zuerst müssen wir ein bisschen umgruppieren. Zuerst schieben wir das mal hier rüber. Also wir haben hier wieder Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium und dann die zweite Gruppe, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium. Und dann müssen wir jetzt das ein bisschen rüberschieben. Natürlich die ganzen Übergangselemente fehlen, aber wir haben dann die vierwertigen, Kohlenstoff, Silizium, Zinn, dann Stickstoff, Phosphor und so weiter. Und was ihm aufgefallen ist, ist, dass die Massendifferenz hier unten immer 16 war. Auch in der nächsten Periode ist es 16, aber komischerweise eben nicht genau 16, sondern immer so zwischen, einmal ist es sehr nahe bei 16, aber manchmal auch in Nähe von 17. Und das hat zu Spekulationen Anlass gegeben, dass man vielleicht die Massen nicht richtig gerechnet, also nicht richtig gemessen hätte, aber das war natürlich falsch. Wenn wir weiter runtergehen, dann ist die Differenz 46 oder 44 und das wiederholt sich noch einmal und dann hier unten haben wir sogar Massendifferenzen von 2 mal 44 oder 2 mal 35. Also in sich ein sich guter Ansatz, aber die Masse ist offensichtlich nicht das richtige Größe, wonach man das Periodensystem aufbauen muss. Und dann kam 5 Jahre später Mendeleev in St. Petersburg und er hat dieses Blatt Papier hier entworfen und wir müssen das mal ein bisschen genauer anschauen, was da eigentlich drauf steht. Also da steht auf Französisch dann Essai d'un système des éléments. Aber wiederum, wir müssen analysieren, was er eigentlich gemeint hat. Und das machen wir folgendermaßen. Also das ist nochmal dasselbe. Und ich beginne jetzt wieder umzuordnen. Und zwar beginne ich hier, also hier oben hat er alle die Elemente mit ihren Massen hingeschrieben, wo er nicht wusste, wo er sie einordnen sollte. Dann folgt hier unten aber bereits eine gewisse Systematik und wir nehmen also die weg, die er nicht wusste, wo er die einordnen soll und wir drehen das Ganze mal. Okay, jetzt steht hier der Wasserstoff und hier Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, aber hier Calcium, Strontium. Also jetzt muss ich nochmal spiegeln das Ganze. So, jetzt wird es immer komplizierter, aber langsam aber sicher kommt jetzt hier das Periodensystem doch zum Vorschein. Also wir haben hier Kohlenstoff, hier dann Silizium, dann ein Element, was gefehlt hat und dann Zinn. Also es war schon eine richtige Anordnung, aber das Zentrale hier, das ist eigentlich, das sind die gewisse Grundelemente des Periodensystems. Aber ich zeige es Ihnen jetzt lieber so, so dass man wieder ein bisschen Fuß fassen kann. Also wir haben hier wieder Lithium, Natrium, Kalium, dann Beryllium, Magnesium, Calcium, Zink und so weiter. Und ich springe noch mal ganz kurz zurück. Das Wichtige war, dass er hier gewisse Elemente eingesetzt hat mit einem Fragezeichen. Also er war so mutig und hat gesagt, da ist eine Lücke und da schreibe ich ein Fragezeichen hin und diese Elemente, die muss es geben, die gehören nämlich dorthin. Und das war ein Schritt, den eben der Lothar Meyer nicht gemacht hat. Der hat nicht realisiert, dass das wichtig ist.
eine wichtige Voraussage ist. Und in der Tat sind dann die Elemente Scandium, Gallium und Germanium entdeckt worden und richtig eingeordnet, aber auch Hafnium. Später kam man dann noch Rhenium dazu und auch die Edelgase kamen erst dann etwas später dazu. Also mit Argon 1894, 1898 Krypton und erst 1900 das Radon. Auch Hafnium kam relativ spät unter das Rhenium. Also das Verdienst von Mendeleev war, dass er ein Periodensystem entwickelt hat. Das war also in dem Sinn wie ein Modell, was Voraussagen erlaubt hat und die Suche nach neuen Elementen erlaubt hat. Jetzt springen wir etwas weiter und wir schauen uns an, die Transuran-Elemente. Und das ist ein Buch von Glenn T. Seaborg. Glenn T. Seaborg ist Nobelpreisträger, also er ist jetzt mittlerweile verstorben, aber er ist sicher eine derjenigen Personen auf der Welt, die am meisten neue Elemente entdeckt hat. Und das Wichtigste war sicher das Plutonium, was er entdeckt hat. Und Glenn T. Seaborg war zu der Zeit, als ich eben als junger Postdoc in Berkeley war, war er auch immer noch dort in seinem Büro und hat rege Anteil genommen an unserer Forschung und halt ab und zu auch mal eine Geschichte erzählt, weil er war wirklich sehr berühmt. Also er ist letztendlich, Sie finden ihn auch im Guinness Book of World Records, also er hat, glaube ich, mehr als 50 Ehrendoktortitel. Dann hat er eben den Nobelpreis und ich glaube, er war auch Präsidentenberater von etwa 11 Präsidenten und so weiter. Also wirklich ein unglaublicher Koryphäe, muss man schon sagen. Aber er hat sich immer Zeit genommen für die Studenten und für die jungen Wissenschaftler. Und also sagen wir mal, die gestandenen Leute, die mussten sich einen Termin geben lassen bei seiner Sekretärin, also oder seinen Sekretärinnen, hatte glaube ich etwa 5 Stück. Und aber als Student oder junger Postdoc durfte man einfach in sein Büro reinlaufen und sagen, ich habe da eine Frage oder ein Problem und dann würde alles zur Seite legen und sagen, schauen wir das an und ich erkläre es. Also schon ein Vorbild in dieser Hinsicht. Aber schauen wir uns jetzt mal an, was es auf sich hat mit diesen Transuran-Elementen. Also, beginnen wir 1934 bei Enrico Fermi. Der hat 1934 einen Artikel publiziert, Possible Production of Elements of Atomic Number Higher than 92. Weil er hat Folgendes gemacht, er hat Uran mit Neutronen bestrahlt. Damals war das natürlich wirklich ganz... Die neueste Wissenschaft. Und er hat gesagt, er hätte mindestens 5 Radionuklide mit unterschiedlicher Halbwertszeit beobachtet. Und seine Schlussfolgerung war, dass Uran ein Neutron einfängt und schwerer wird und dass das durch Beta-Zerfall, ich zeige dann auch mal ein Bildchen, zerfällt zu noch schwereren Elementen, also Element 93, 94, 95, 96 und so weiter. Und er hat also geglaubt, dass er hier gleich eine Handvoll neuer Elemente entdeckt hat. 1938 hat er auch den Nobelpreis bekommen für Physik, für die Entdeckung der neutroneninduzierten Kernreaktion. Jetzt wissen wir aber, dass Fermi falsch lag. Er hat kein Element entdeckt. Und zwar noch einmal aus diesem Artikel. Letztendlich durch chemische Untersuchungen schließen Fermi und Mitarbeiter die Bildung von leichteren Elementen aus. Aber Fermi war nicht so ein
wahnsinnig guter Chemiker. Er war ein ausgezeichneter Physiker, aber in der Chemie habe ich so meine Bedenken. Das hängt schon, sieht man schon, wenn man den Artikel liest, weil hier schreibt er, er hätte ausgeschlossen, dass Uran, Palladium, Thorium, Actinium, Radium oder Wismut oder Blei verantwortlich sind. Aber Palladium hier mit 91, da hat er Protactinium gemeint. Also hat er schon mal das falsche Element verwendet. Aber vielleicht ist es auch nur ein Übersetzungsfehler, ich weiß nicht. Und er hat auch geglaubt, also Element 93 müsste chemisch ähnlich sein wie Mangan oder Rhenium. Und da müssen wir halt einfach das Periodensystem zu der Zeit anschauen, 1938. Und Sie sehen, das Periodensystem ist schon etwas gewachsen, seit der Zeit von Mendeleev, aber es gab immer noch Lücken. Also zum Beispiel 43 hier ist eine Lücke, aber auch hier 61 war eine Lücke. Und man hat einfach relativ naiv begonnen hier nach dem Actinium-Thorium, hat man einfach hier in die Gruppe 4 das Thorium eingefüllt, in Protactinium Gruppe 5, Uran Gruppe 6 und hat dann gedacht, naja, Neptunium muss irgendwie Gruppe 7 sein oder Element 93, also wie Mangan oder Rhenium. Aber das war nicht richtig. Gemeinerweise ist es in der Tat so, dass Thorium, Protactinium und Uran durchaus chemische Eigenschaften haben, die man vergleichen kann mit Hafnium, Tantal oder Wolfram. In der Tat, sagen wir mal, Oxidationszustand, Thorium ist plus 4 wie Hafnium, Protactinium plus 5 wie Tantal und Uran plus 6 wie Wolfram. Aber das ist leider, der Platz ist ein falscher. Und zwar hat man jetzt 1938 und wir sind jetzt mehr oder weniger, nähern wir uns dem Dezember 1938, haben Hahn, Meitner und Strassmann in Berlin versucht, diese Experimente von Fermi zu wiederholen. Und das war ihre Experimentanordnung. Gut, das ist nicht ganz original, aber so, wie man es etwa im Deutschen Museum sehen kann. Also da war eine Neutronenquelle, Radium-Beryllium-Quelle, die Neutronen geliefert hat und die hat man moderiert mit Paraffin und dann konnte man dann in verschiedenen Positionen Proben bestrahlen mit Neutronen. Und dann hat man natürlich entsprechende Ausrüstung gehabt, um dann die Radioaktivität zu messen, die man induziert hat. Also Uran wurde mit Neutronen bestrahlt. Nach einer Umwandlung von Uran 238 zu 239 und der Annahme, dass das ein Radionuklid ist mit 10 Sekunden Halbwertszeit, hat man geglaubt, dass das sich umwandelt in das Eka-Rhenium und dann ins Eka-Osmium und so weiter und so fort. Das war die Hypothese von Fermi. Und jetzt, am 19.12.1938, schreibt Otto Hahn an Lise Meitner, die damals bereits emigrieren musste wegen dem Nationalsozialismus, aber Otto Hahn und Strassmann haben weitergearbeitet und er schreibt hier, es ist nämlich etwas bei den Radiumisotopen, was so merkwürdig ist, dass wir es vorerst nur dir sagen. Also die haben auch versucht, Radium abzutrennen aus den entsprechend bestrahlten Proben. Und die Halbwertszeiten der drei Isotope sind recht genau sichergestellt. Sie lassen sich von allen Elementen außer Barium trennen. Alle Reaktionen stimmen, nur eine nicht. Und dann, wenn nicht höchst seltsame Zufälle vorliegen, geht noch ein bisschen weiter, dann kommen wir zu dem schrecklichen Schluss, unsere Radiumisotope verhalten sich nicht wie Radium, sondern wie Barium.
Also die Frage war, wie können Sie aus Uran Barium herstellen? Das war jetzt völlig unerwartet. Und Lise Meitner als Physikerin hat dann letztendlich die richtige Erklärung relativ rasch gefunden und hat das Ganze als Spaltung identifiziert. Also die Neutronen haben die Urankerne gespalten in zwei Fragmente und dabei ist eben auch Barium entstanden. Und das ist genau das, was die Chemiker dann auch nachgewiesen haben. Also war es so, dass Fermi an sich schon neue radioaktive Isotope gefunden hat, nur waren es Spaltprodukte und nicht neue Elemente. Und er hat das dann auch sofort akzeptiert. In seiner Nobelpreisrede hat er dann auch Bezug genommen auf die Arbeiten von Hahn und Meitner. Und er hat aber damals diesen neuen Elementen hat er bereits einen Namen gegeben. Sie sehen es hier, Ausenium und Hesperium. Aber diese Namen sind natürlich wieder verschwunden, weil alles falsch war. So kann es gehen, aber den Nobelpreis hat er trotzdem bekommen und er war ein ausgezeichneter Physiker. Wir werden ihm noch einmal begegnen. Gut, jetzt wurde versucht, mit Neutronen neue Elemente herzustellen. Aber eine Entwicklung müssen wir auch betrachten, nämlich die Erfindung des Zyklotrons. Das Zyklotron ist eine Maschine, die Teilchen beschleunigen kann, also Protonen oder schwerere Teilchen, Alpha-Teilchen. Und zwar auf so hohen Energien, dass man eben die Coulomb-Abstoßung der Kerne überwinden kann und eine Kernreaktion auslösen kann. Und es ist also eine Kombination aus einem Magnetfeld, was hier durch zwei große Magnete, wir sehen hier das erste Zyklotron in Berkeley, durch das Magnetfeld steht hier senkrecht und die Teilchen, die bewegen sich horizontal. Also man initiiert ein Teilchen, man hat so etwas wie eine aufgeschnittene Konservendose. Und so sahen die ersten Zyklotrons auch aus. Also war wirklich wie eine aufgeschnittene Konservendose. Und die war im Magnetfeld drin. Und man hat hier eine Wechselspannung angelegt, so dass das Teilchen beschleunigt wurde, dann durchs Magnetfeld abgelenkt. Und sobald sie wieder an den Spalt gekommen ist, hat man während der Zeit, wo es hier hindurchgeflogen ist, die Spannung geändert, die Polarität und somit eine Beschleunigung erzeugt und dann ist wieder abgelenkt worden und so weiter, bis man den Strahl extrahieren konnte. Und der Lorenz hat eben entsprechend auch die entsprechenden Gleichungen gefunden, wie man das Ganze resonant betreiben kann, dass man wirklich eine Beschleunigung der Teilchen erzielen kann. Und Sie sehen, es ist auch patentiert, also 1934. Und dieses Instrument wird noch recht wichtig sein. Jetzt aber wenden wir uns der Entdeckung von Element 93 zu. Es wurde dann Neptunium genannt. Und zwar hat Ed McMillan in Berkeley versucht, die Kernspaltung besser zu studieren. Und das heißt, er hat ein Uran, wir nennen das Target, also eine Zielscheibe, wiederum mit Neutronen bestrahlt und hier dann weitere dünne Folien mit dieses ganze Target hier in weitere dünne Folien eingepackt und dann
werden die Spaltprodukte mit einer gewissen hohen Energie, fliegen die auseinander. Man kann die aufsammeln in diesen dünnen Folien und die Reichweite berechnen. Man kann die Energie bestimmen eines Spaltprozesses und so weiter. Aber, also immer ein rotes und ein blaues Fragment, fliegen unter 180 Grad auseinander. Aber er hat dann festgestellt, dass im Target selbst, auch wenn er das sehr dünn gemacht hat, eine Radioaktivität verblieben ist. Und das war dann wirklich das Uran-239, was mit 23 Minuten zerfällt, ins neue Element Neptunium, was mit 2,3 Tagen zerfällt ins Plutonium. Also, indem er eben die Kernspaltung studiert hat, hat er ein neues Element entdeckt. Indem der Fermi, Hahn-Meitner-Straßmann, die wollten neue Elemente entdecken, haben die Kernspaltung entdeckt. Und so geht die Geschichte weiter. Und Sie werden sehen, die Geschichte wiederholt sich. Erstmals kommt jetzt Glenn T. Seaborg mit ins Boot. Als junger Wissenschaftler und also ich habe Ihnen hier einen Auszug aus dem sogenannten Nuklidkarte gezeigt. Die Nuklidkarte ist eigentlich eine Art Periodensystem, nur hat es noch eine weitere Achse, nämlich alle Isotope zu einem Element. Und das wird auch etwas anders dargestellt. Man beginnt ganz unten beim Wasserstoff und dann geht man einfach im Z hoch bis zu den schwersten Elementen und horizontal ordnet man alle bekannten Isotope an. Und jetzt also, Uran fängt ein Neutron ein, wird zu Uran-239, zerfällt zum Neptunium und dann zum Plutonium. Das hat allerdings 24.000 Jahre Halbwertszeit. Und das war zu langlebig, als dass die diese Aktivität überhaupt hätten feststellen können. Aber sie haben sich gesagt, ja gut, wir haben ein Zyklotron und wir versuchen durch eine Kernreaktion noch andere Isotope des Neptuniums herzustellen. Und das haben sie gemacht. Sie haben mit Deuteronen bestrahlt, das Uran, also das, der rote Pfeil hier nach oben, dieses Nuklid wird zwar gebildet, aber mit sehr hoher Anregungsenergie und es wird sofort zwei Neutronen wieder los. Und das ist so eine Art eine Kühlung. Es schwitzt diese Neutronen ab. Und damit macht man das Neptunium 238, das hat auch zwei Tage Halbwertszeit und emittiert ein Elektron und wird zum Plutonium 238 und das hat jetzt nur 87 Jahre Halbwertszeit und das konnte man entdecken. Und Seaborg war derjenige, der letztendlich das dann chemisch isoliert hat. Jetzt die Frage war natürlich, wie kann man noch schwere Elemente entdecken? Und jetzt müssen wir wieder zurück zu den Neutronen. Wir haben zwar das Zyklotron, aber das Zyklotron kann nur sehr wenig produzieren. Letztendlich fast nicht wägbare Mengen. Und, aber Fermi hat in Chicago einen ersten Kernreaktor gebaut. Auf dem Prinzip der Kernspaltung. Und der hat den auch dann in Betrieb genommen. Allerdings in dem Sinn hat der erste Prototyp noch nicht so funktioniert, dass er eine selbstständig sich erhaltende Kettenreaktion abgelaufen ist. Zum Glück für ihn, sonst wäre das Ding nämlich einfach explodiert. Er hat das nämlich in einem Footballstadion unter der Tribüne aufgebaut, das Ganze. Er hat zwar immerhin hat er über die Möglichkeit nachgedacht, dass er eventuell die Kettenreaktion nicht kontrollieren könnte. Und er hat dann also so eine Art Steuerstäbe auch mit integriert in seinen Reaktor und dann
einen Studenten platziert, mit einem Beil das Seil durchschlagen sollte, was dann die Steuerstäbe in den Reaktor hätte fallen lassen. Aber man kann berechnen, dass der Student viel zu langsam gewesen wäre. Also das hätte nicht funktioniert, dieses Prinzip. Aber zweiter Punkt, Neuordnung des Periodensystems durch Seaborg. Weil der hat ja jetzt Erfahrung gesammelt mit der Chemie. Und dann wurde auch eine Entwicklung in der Chemie, die Kationenaustauschchromatographie, wurde erfunden, womit man eben die Lanthaniden, aber eben auch die Actiniden dann trennen konnte, die dreiwertigen. Und jetzt, also etwa um 1944, 1945, während des Zweiten Weltkriegs, hat Glenn T. Seaborg das Periodensystem umgestaltet. In einem Seminarvortrag hat er das gezeigt. Also er hat gesagt, hier haben wir die Lanthaniden und jetzt Thorium gehört jetzt aber nicht in Gruppe 4 und Protactinium nicht in 5 und so weiter, sondern diese Elemente sind der Anfang einer neuen Serie, nämlich der Actiniden-Serie. Also der Elemente, die ähnlich dem Actinium sind. Und die gehören gar nicht hier oben hin, sondern die kommen jetzt zuerst mal hier unten hin. Und er hat uns erzählt, dass seine Kollegen nach dem Seminarvortrag hätten ihm gesagt, also das kannst du sicher nicht publizieren, da würdest du ja deinen Ruf als Chemiker ruinieren. Und er hat gesagt, ich habe es trotzdem publiziert, weil ich hatte ja noch gar keinen Ruf, den ich verlieren konnte. Und letztendlich hat ihm das den Nobelpreis eingetragen. Also man muss halt eben ein bisschen Mut haben, ab und zu auch. Jetzt, ich habe ein bisschen Forschung betrieben und ich habe in der Tat ein Paper gefunden von 1934 von einem Russen, Romanov, der hat in Paris gearbeitet. Und was Sie hier sehen aus seinem Paper, ist eigentlich auch der richtige Ansatz. Er hat das Periodensystem jetzt nicht so gezeichnet, wie wir das üblicherweise machen, indem wir einfach die Lanthaniden runtersetzen, sondern er hat sie einfach am richtigen Platz eingesetzt und dann weitergefahren. Und dann hat er Thorium, Protactinium, Uran hier an der richtigen Stelle eingesetzt. Und er hat einfach nicht genügend Mut, sozusagen, das auch zu veröffentlichen oder richtig gehen, zu propagieren und zu sagen, ich habe was entdeckt und das ist neu und das stimmt. Er hat gesagt, ja, die Natur spielt uns da vielleicht einen Streich und vielleicht gehören die dann doch darüber und so weiter. Er war sich einfach unsicher, aber das ist der richtige Ansatz und er war 1934, also er war früher als Seaborg. Aber ich bin sicher, dass die beiden nichts voneinander gewusst haben. Das ist in Französisch publiziert und Seaborg konnte kein Französisch. Jetzt die Kationenaustauschchromatographie. Das ist eine chemische Technik, um die Lanthaniden voneinander zu trennen. Weil die sind sich chemisch ja sehr ähnlich. Alle haben einen Oxidationszustand plus 3 oder die meisten. Aber sie haben einen unterschiedlichen Ionenradius. Also die sind ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Und es gibt eine Technik, ohne dass ich jetzt da lange drauf eingehe, wo man einen sogenannten Kationenaustauscher, Harz, erfunden hat. Und man konnte mit dieser Technik die Lanthaniden voneinander separieren, indem man eine Chromatographiesäule gemacht hat, das Gemisch von Lanthaniden aufgetragen und dann mit Alpha-Hydroxy so Buttersäure das Ganze eluiert hat. Und zuerst kommen die schweren Lanthaniden, also Lutetium, Ytterbium, Thulium, Erbium, Holmium, Dysprosium. Und das kann man auch anwenden auf die Actiniden, vor allem die dreiwertigen natürlich. Und da kommt also zuerst das Laurentium, dann Mendelevium, Fermium, Einsteinium, Kalifornium.
Die hat man natürlich damals noch nicht gekannt, aber diese Technik wurde dazu verwendet, neue Elemente chemisch zu identifizieren, weil man eben sagen konnte, also wenn das zuerst kommt und dann das, dann ist das schwerer als das. Eine recht simple Technik. Und ich überspringe jetzt die Elemente 95 und 96, sonst sind wir vielleicht etwas zu lange heute Abend hier. Aber am Beispiel vom Berkelium, da wurde Americium mit Alpha-Teilchen am Zyklotron bestrahlt. Es wurde das Berkelium 243 hergestellt und man kann daneben zeigen, dass wiederum Anzahl Tropfen von der Säule. Zuerst kommt Americium, dann kommt das Element 96, Curium, und dann kommt ein neues Element 97, und das ist dann das Berkelium. Und das wurde dann 1949 und 1950 sind die beiden, Berkelium und Kalifornium, entdeckt worden, und wir sehen da einen Zeitungsausschnitt. Also das University of California Scientist discovers Berkelium violent radioactive new element. Jetzt springen wir wieder zurück zu den Neutronen. Das Zyklotron war gut, aber die Elemente Einsteinium und Fermium wurden 1955 entdeckt, und zwar in einer Explosion der ersten Wasserstoffbombe, diese sogenannte Mike-Explosion. Es war nicht nur eine Kernwaffe, sondern eben eine auf Fusion beruhende Kernwaffe. Und die hat etwa dreimal mehr Energie geliefert, als sie gedacht haben, dass sie würde. Also es war eine gewaltige Explosion im Bikini-Atoll, und man hat dann ein Flugzeug hier hindurchgeschickt durch diese Wolke in dieser Wolke mit einem Filter die Aerosole aufgesammelt. Und ins Spiel kommt jetzt auch ein Mitarbeiter von Seaborg, der Al Giorso. Auch ihn habe ich noch kennengelernt. Er war mehr der Praktiker und er war mehr Ingenieur. Aber er hat gesagt, ja, also wir haben sicher einen gewaltigen Neutronenfluss gehabt in dieser Explosion. Und er hatte auch gehört, dass offenbar das Uran 244 entdeckt worden ist, weil man hat dann neue Isotope entdeckt, 244 Plutonium und 246 Plutonium, sehr neutronenreiche Isotope des Plutoniums. Und er hat dann einfach gesagt, ja, ich trage mal auf Massenzahl gegen eine logarithmische Ausbeute, mache da einen Strich durch, eine Gerade, und in der Tat, also müsste ja eigentlich auch mit sehr viel weniger Ausbeute, müsste das Uran 254 gebildet worden sein, also ganz, ganz weit außen, aber wahrscheinlich mit extrem kurzer Halbwertszeit, aber das könnte ja dann zerfallen durch Beta-Zerfall, sehr, sehr viele Zerfälle zu Einsteinium und Fermium, und dann hat man wiederum die Trennung gemacht und man hat in der Tat in der richtigen Position den Kationenaustauscher gefunden, hier Kalifornium und dann hier Einsteinium und Fermium. Und wiederum ein chemischer Nachweis. Und was passiert ist eben, das Uran 238 in dieser Kernwaffe hat sehr viele Neutronen eingefangen und ist dann einfach durch sehr schnellen Beta-Zerfall zerfallen bis zum Fermium. Und gut, jetzt konnte man natürlich nicht immer eine Kernwaffe zünden, um nach neuen Elementen zu suchen. Und man hat dann letztendlich begonnen, Hochflussreaktoren zu bauen und sich sozusagen durch Brüten hochgehangelt bis zum Fermium. Aber
beim Fermium war Schluss. Dann ging es nicht weiter mit Neutronen, war dort das Ende erreicht. Und dann kam halt wieder das Zyklotron dann zum Einsatz für die Synthese von Mendelevium. Aber wenn wir jetzt noch mal kurz zurückblicken, also zuerst war die Suche nach neuen Elementen von Fermi und dann auch von Hahn-Meitner-Strassmann, die haben die Kernspaltung entdeckt. Das Studium der Kernspaltung hat zur Entdeckung von Neptunium geführt. Fermi hat aber dann die Kernreaktoren entwickelt, weil ja die Kernspaltung entdeckt wurde. Und damit war die Massenproduktion von Plutonium möglich. Damit hat man Kernwaffen gebaut. Und letztendlich hat man dann in Kernwaffenexplosionen wiederum neue Elemente entdeckt. Also schon ein faszinierendes Kapitel eigentlich. Jetzt kommen wir aber zu den superschweren Elementen oder den schweren und den superschweren. Es ist auch ein Kapitel, das heißt die umstrittenen Elemente, weil wir befinden uns jetzt mitten im Kalten Krieg und das war auch ein Wettstreit der Wissenschaftler aus Russland und aus den USA untereinander, wer mehr Elemente entdecken kann. Und und Sie sehen hier die Jahreszahlen und letztendlich, wer was vermeldet hat. Und vor allem 104 und 105 waren sehr umstritten. Also hier 104 und dann hat zuerst Dubnak vermeldet, die Russen, und dann Berkeley. Und aber letztendlich, wenn wir zurückblicken und jetzt mit unserem Wissen das Ganze aufarbeiten, dann müssen wir sagen, sowohl Berkeley als auch Dubna haben Fehler gemacht. Und es war nicht alles richtig, was sie publiziert haben. Aber letztendlich hat man sich dann darauf geeinigt, dass das Element 104 hier in Klammer Rutherfordium heißt, nach der Namensgebung der Amerikaner, währenddem das 105 Dubnium heißt, nach der Stadt Dubna in Russland, wo das Kernforschungszentrum steht, wo diese Elemente eben entdeckt worden sind. Es gab auch beim Nobelium bereits Probleme. Da wurde eigentlich eine Arbeit aus Stockholm war zuerst aus Schweden, deshalb heißt es auch Nobelium nach Alfred Nobel, aber diese Arbeit war falsch. Und der Name ist geblieben, aber die Entdeckung war durch jemand anderes. Also es ist eine komplizierte Geschichte, aber letztendlich hat dann Berkeley den Zuspruch an den Zuschlag erhalten für das Element 106 und das wurde Siborgium genannt, eben nach Glenn T. Siborg. Und Sie sehen hier, wie er da auf sein Element zeigt, also er war wirklich der erste noch lebende Wissenschaftler, dem ein Element zugesprochen wurde und das er benannt hat. Also eine große Ehre, er war sehr stolz, hat gesagt, der Nobelpreis ist nichts im Vergleich zu dem. Und er war also sehr, hat das noch miterleben dürfen. Jetzt gehen wir zu den superschweren Elementen. Und da muss ich Ihnen zuerst einmal eine Grafik zeigen, die zwar vielleicht nicht so wissenschaftlich ist, aber sie erklärt ziemlich genau das, was vorgeht. Also, Sie wissen, ein Atom besteht aus einem Kern. Und in diesem Kern sind die Nukleonen. Und in einem Kern gibt es also die Protonen und die Neutronen. Und das Mischungsverhältnis Proton zu Neutron ist enorm wichtig, weil entweder ist dieses Mischungsverhältnis günstig und gut, und dann haben wir ein stabiles Element, also wir können letztendlich dieses Nuklid auch in der Natur finden, weil es
nicht zerfällt. Aber wenn das Mischungsverhältnis weniger günstig ist, dann wird es radioaktiv. Und das heißt, dass Nuklid versucht, Energie zu gewinnen, indem es eben Richtung Stabilität zerfällt. Jetzt, das heißt, hier habe ich aufgetragen die Anzahl der Neutronen und in diese Richtung die Anzahl der Protonen. Und die stabilen Nuklide, die befinden sich hier so wie auf einem Bergrücken. Also das ist eine Halbinsel und da ist ein Grat und auf diesem Grat verlaufen alle stabilen Nuklide. Wenn ich zu viele Neutronen habe, dann nimmt die Stabilität ab und es geht hier Richtung mehr der Instabilität. Das heißt, in diese Richtung findet der Beta-Zerfall statt. Wenn ich zu viele Protonen habe, dann ein Beta-Plus-Zerfall, der eben auch Richtung Stabilität wieder führt. Und wenn wir die Struktur dieser Halbinsel etwas genauer anschauen, dann gibt es auch Berggipfel. Nämlich einer ist in der Gegend von Calcium, einer in der Gegend von Zinn und einer in der Gegend von Blei. Und das heißt, diese Nuklide hier, die sind besonders stabil. Die sind nicht nur stabil, sondern besonders stabil. Und was heißt besonders stabil? Das heißt, wenn ich versuchen würde, dort ein Proton oder ein Neutron wegzunehmen, müsste ich enorm viel Energie aufwenden. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass diese Nuklide nicht sehr gerne ein weiteres Proton oder Neutron aufnehmen, weil damit werden sie instabiler. Also, wir haben hier eine Schalenstruktur. Das heißt, es ist nicht egal, wie viele Protonen und Neutronen in einem Kern sind, sondern die sind angeordnet, kann man sagen, in Schalen. Sie wissen ja vielleicht im Periodensystem, darüber haben wir heute viel gesprochen, da sind die Edelgase ganz rechts. Und Sie wissen, die Edelgase sind sehr inert. Die wollen eigentlich keine Chemie machen, weil die sind zufrieden mit ihren Elektronen, so wie es ist und möchten keins abgeben und auch keins aufnehmen. Und im Kern ist es ähnlich, da gibt es eben Kerne, die sind so sehr zufrieden mit dem, was sie haben, dass sie eben sehr hohe Stabilität aufweisen, sind sozusagen die Edelgase der Kerne. Nur ist es halt so, dass die anders liegen als bei den Elektronen. Gut, also jetzt sind wir hier beim Blei und jetzt geht's steil runter. Sie wissen, nach dem Blei kommt das Polonium, ist bereits ein radioaktives. Also zuerst kommt Wismut und dann Polonium. Wismut ist eigentlich bereits radioaktiv, gibt kein stabiles Wismut-Nuklid. Eines lebt zwar extrem lange, aber es ist eigentlich radioaktiv. Und dann wird es noch viel radioaktiver, also Polonium kommt dann, Francium, Radium, alle diese kurzlebigen Nuklide sind wirklich nicht sehr stabil und dann geht es wieder hoch in der Stabilität zu Thorium und Uran. Und Sie wissen, wir finden Thorium und Uran in der Natur noch und sie haben die längsten Nuklide, haben Halbwertszeiten von Milliarden Jahren. Also haben wir hier eine gewisse Stabilität, aber wenn wir weiter nach oben gehen, dann wird es wieder ziemlich seicht. Also wir nähern uns wiederum dem Strand hier sozusagen. Das sind die Actiniden, eben Berkelium, Kalifornium, Einsteinium, Fermium, Mendelevium, Laurentium. Und dann wird es wieder etwas instabil, aber in dieser Darstellung sehen Sie hier eine Insel eingezeichnet. Und die ist in Wolken gehüllt, weil man nicht so genau weiß, was da ist. Aber diese Insel bei Z114 und N184 wurde theoretisch vorausgesagt, bereits in den 60er Jahren. Also da haben die Theoretiker gerechnet und haben gesagt, also dort müsste es etwas geben. Und die Frage war natürlich, findet man noch etwas in der Natur?
Man hat intensiv gesucht, hat nichts gefunden. Aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Insel nicht existiert. Also dort ist wiederum die Schalenstabilisation zuständig. Und wir können jetzt versuchen, diese Elemente zu synthetisieren, und dazu bemühe ich zuerst das Bild der modernen Alchemie. Also, das Ziel der Alchemisten war die Transmutation von unedlen Metallen zu Gold und Silber. Und während dieser Umwandlung sollte sich auch die Seele des Alchemisten läutern und den Mikrokosmos im Makrokosmos widerspiegeln. Also nicht nur der Alchemist selbst musste geläutert werden. Die Umwandlung von unedlen in edle Elemente war idealerweise möglich, wenn man zuvor den unedlen Stoff von unedlen Prinzipien befreit hatte und ihn damit empfänglich für neue Prinzipien gemacht hatte. Und diese eigenschaftslose Materia prima und die auf sie übertragenen und universell anwendbaren Prinzipien, oft auch Quinta Essentia genannt, waren das eigentliche Forschungsgebiet der Alchemisten. Und rein von der philosophischen Betrachtung haben die das an sich schon ganz gut verstanden, wie man das machen muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Zur Herstellung der Materia prima wurde nach einem Stoff gesucht, der auch als Stein der Weisen bezeichnet wurde. Und da haben sie einfach über das Falsche nachgedacht. Ich zeige Ihnen, was der Stein der Weisen ist. Das ist ein Beschleuniger wiederum. Wir brauchen eine große Maschine, die in der Lage ist, jetzt nicht nur Protonen oder Alpha-Teilchen zu beschleunigen, sondern noch schwerere Elemente. Also bis hin zu Uran letztendlich. Und einer dieser Beschleuniger steht in Darmstadt, in Deutschland, und das ist ein Linearbeschleuniger. Das heißt, hier ist eine Ionenquelle, und dann das zu beschleunigende Element wird hier eingespiesen und dann beschleunigt über etwa knapp 100 Meter, das sind vielleicht sogar 120 Meter auf eine Energie, so dass die Abstoßung über die Coulomb-Kraft überwunden werden kann und ich zwei Kerne miteinander in Verbindung bringen kann, und vielleicht fusionieren die miteinander, um einen noch schwereren Kern zu bilden. Also, das ist der Stein der Weisen. Nur die Alchemisten hatten davon keine Ahnung. Jetzt, wie macht man ein superschweres Element? Sie werden sehen, die Seele des Alchemisten wird geläutert dabei. Also ich nehme ein sehr schweres Targetmaterial, also als Zielscheibe, zum Beispiel 248 Curium, also ich bin bereits beim Element 96 und nehme jetzt einen leichteren Strahl, zum Beispiel Magnesium 26, und versuche die beiden miteinander zu verschmelzen. Das heißt, ich knalle die zusammen, aber wenn ich dort Beobachter wäre, ist das nicht eine sehr heftige Kollision, sondern relativ sanft. Aber die beiden können eventuell verschmelzen, und das heißt, ich befreie die beiden von ihren unedlen Prinzipien. Und ich mache jetzt hier die Materia prima. Also ich habe jetzt einen Klumpen von Neutronen und Protonen und hoffe jetzt, dass der sich irgendwie so abkühlt, dass er bestehen bleibt. Leider passiert dann Folgendes. Meistens spaltet dieser angeregte Kern wieder in zwei Fragmente und ich habe alles verloren. Und nur ganz selten, also da wird eben die Seele des Alchemisten geläutert, weil ganz selten kann ich ein neues Element herstellen, indem ich eben beginne, hier aus diesem angeregten Kern Neutronen abzudampfen und ihn so kühlen kann. Und dieser Kern überlebt und den kann ich auch beobachten. Aber jetzt machen wir noch und ich habe auch da profitiert von der Schalenstruktur.
Also ich habe da die Quinta Essentia wieder übertragen. Gut, jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Also ich brauche 1x10 noch 17 Magnesiumprojektile, die ich auf 2x10 noch 18 Curiumatome schieße. Da mache ich 5x10 hoch 8 dieser Compoundkerne und einer überlebt. Also wenn Sie Euro-Millions spielen, dann haben Sie viel höhere Chance, den Jackpot zu gewinnen, als so ein Element zu produzieren. Also Sie müssen sehr oft spielen, also etwa 10 noch 17 Mal mindestens. Gut, jetzt diese Quinta Essentia sind eben diese Schalenkorrekturen, die kann man rechnen. Diese Darstellung zeigt einfach, wie stark diese Schalenkorrekturen sind in Megaelektronenvolt. Rot heißt sehr starke Schalenkorrekturen bei Blei 208. Und wir wissen, Blei 208 ist extrem stabil. Und dann gibt es aber so eine Unterinsel hier bei 270 Hassium, also beim Element 108. Und dann eine etwas größere beim Z gleich 114 und N 184 beim Flerovium. Also das heißt, diese modernen Rechnungen, die zeigen das auch damals schon in den 60er Jahren, dass es durchaus Hand und Fuß hatte. Und die Frage ist jetzt nur, wieso ist das so? Blei 208 ist ein sphärischer Kern, Hassium 270 ist so ein speziell deformierter Kern, der kann aber eben durch diese Deformation an Stabilität gewinnen und 114 wird wieder sphärisch sein. Die Frage ist jetzt noch, wie komme ich dahin? Es gibt zwei Rezepte. Ich habe Ihnen nur das eine Rezept vorhin vorgestellt, das andere heißt, ich nehme das Blei 208 als Targetmaterial und bestrahle es mit schweren Ionen, also bis und mit, also ja, Germanium oder Krypton oder was auch immer. Und das heißt, die stoßen sich natürlich sehr stark ab, diese Kerne. Aber wenn es mir gelingt, sie zu fusionieren, dann werden sie nur ein Neutron abdampfen. Das heißt, ich kann sie relativ kalt herstellen, aber ich komme nicht so richtig dahin, wo ich will. Und das andere Rezept heißt, ich nehme Curium als Targetmaterial und nehme Magnesium, dann kann ich hier mitten ins Zentrum treffen. Und das haben wir auch gemacht und das funktioniert. Und letztendlich nimmt man jetzt zur Synthese neuer Elemente Calcium 48 und auch wiederum hier das Rezept. Ich nehme einen doppelt magischen Kern und schieße den auf ein Target und hier muss ich 4 Neutronen abdampfen. Also ich bin da ein bisschen in einer Gegend, wo ich eigentlich nicht hin will, aber ich komme einfach nicht hin. Zu wenig Neutronen. Und, aber das Prinzip ist das folgende. Ich muss sehr viel Energie aufwenden, um eben so ein Blei 208 oder ein Calcium 48 aufzubrechen und das kühlt mir das Gesamtsystem. Und das Prinzip, das funktioniert. Und deshalb muss man jetzt noch ein Gerät erfinden, was es auch erlaubt, diese Reaktionsprodukte abzufiltrieren oder abzufiltern. Und das ist das, was wir in Darmstadt aufgebaut haben. Es ist ein gasgefüllter Separator. Ich gehe jetzt nicht auf das Funktionsprinzip ein, aber der Strahl kommt von hier. Hier ist dann das Target, man sieht es gerade nicht. Und dann werden die Reaktionsprodukte mit einem Magneten abgelenkt, fokussiert und dann hier hinten kommt ein Detektor zum Einsatz. Also das ist eine physikalische Separation, weil wir müssen langsam aber sicher etwas schneller werden. Wir können nicht mehr Säulentrennungen machen, weil die Halbwertszeiten werden immer kürzer. Und wir sind also jetzt im Minuten- bis Sekundenbereich und können nicht mehr einfach da gemächlich auf dem Labortisch etwas machen. Gut, was wir einsetzen, ist ein Pixeldetektor. Also die Reaktionsprodukte
kommen durch den Separator, werden hier hinten in einen ortsauflösenden Siliziumdetektor implantiert. Und Sie können sich das vorstellen wie den Sensor einer Digitalkamera. Der hat auch entsprechend viele Pixel und jedes Pixel hat eine gewisse Farbtiefe. Also, und so können wir uns letztendlich ein digitales Bild wieder zurückbekommen. Und diese Pixel ist halt für schwere Elemente, hat auch eine gewisse Farbtiefe, das ist einfach die Energie. Und wir müssen aber auch die Seiten hier auskleiden, noch einmal mit Detektoren, weil wenn so ein Kern hier reinfliegt und dann zerfällt, dann kann es sein, dass die Alpha-Teilchen, die er emittiert, auch wieder in Rückwärtsrichtung zurückfliegen. Und dieser Detektor hat also 72% Nachweiswahrscheinlichkeit, was sehr hoch ist, und braucht aber eben etwa 400 Kanäle Elektronik, und das ist ja nicht ganz ohne. Das heißt, dieser Detektor läuft dann während eines Experiments mit etwa 50 Hertz, das heißt 50 Ereignisse pro Sekunde, und wir detektieren aber vielleicht ein Atom pro Woche. Und das heißt, wir haben natürlich Terabyte von Daten, die wir dann durchforsten müssen, um zu sehen, ob das, was wir gesucht haben, auch mit dabei ist oder eben nicht. Also ist die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und 1998, das ist wiederum die Nuklidkarte, Neutronenzahl, Protonenzahl, ist man bis zum 112 gelangt in Darmstadt, und zwar über die Bleiroute. Und alle Experimente, noch schwerer zu werden, sind gescheitert. Und die Russen haben dann eben mit Calcium 48 auf Actiniden begonnen und gesagt, wir machen was anderes. Und die waren erfolgreich, und Sie sehen, das ist heute. Also es gibt etwa 60 neue Nuklide in diesem Gebiet. Und wenn Sie jetzt, vielleicht können Sie es nicht lesen, aber wenn Sie die Halbwertszeiten anschauen, da sind wir, waren wir da bei knapp einer Millisekunde und dann hier drüben bei 30 Sekunden. Also die Insel der superschweren Elemente, die liegt hier. Und wir sind jetzt da am Ufer angelangt und können nicht weiter, aber immerhin, das sind Sekunden. Und das ist schon gewaltig für so einen Kern, dass der so lange lebt. Jetzt müssen wir etwas sagen zu den Produktionsquerschnitten, und dann komme ich dann schon bald Richtung ein chemisches Experiment und zum Ende des Vortrages. Also die Detektionsrate von einem Atom pro Woche habe ich hier als rote gestrichelte Linie eingezeichnet mit Bleitargets, oder das sind die schwarzen Punkte, Sie sehen da, das ist ein 113, das ist den Japanern geglückt, aber die haben wirklich dann jahrelang bestrahlt, um drei Atome zu finden. Die Russen haben mit Calcium 48 gearbeitet, und da hat man höhere Produktionsraten. Sie sehen, dass man da eben so in der Gegend von einem Atom pro Woche ist. Wir haben dann auch versucht, noch schwerer zu werden, 119 und 120, aber Sie sehen, es ist uns nicht geglückt. Also im Moment endet das Periodensystem bei 118. Aber wenn wir jetzt Chemie machen wollen, dann wird es kompliziert. Wir haben so Produktionsraten von wenigen Atomen pro Woche und sehr kurzen Halbwertszeiten. Und es geht aber. Und die Chemie ist sehr interessant, weil wir haben sogenannte relativistische Effekte. Und das kann man sehr schön demonstrieren in der Gruppe von Kupfer, Silber, Gold. Und dann würde hier das Röntgenium, das Element 111 kommen. Wenn wir einfach extrapolieren, dann sehen wir, Kupfer ist farbig, ist rot, also hat eine Farbe. Und das kann man auch sehr gut erklären, weil eben diese Absorption, da ist die Energiedifferenz relativ klein. Und das heißt, es absorbiert im sichtbaren Licht. Dann Silber ist silbrig,
keine Farbe, das absorbiert schon im UV und da ist der Energieabstand größer. Und dann, wenn wir da weitergehen und nicht relativistisch extrapolieren zu Gold, dann müsste Gold nicht gelb sein, sondern es müsste so wie Silber sein, farblos, und es müsste relativ unedel sein, müsste so wie Silber sein, also nicht so edel wie Gold. Aber jetzt kommen relativistische Effekte mit ins Spiel, und dafür ist natürlich Einstein verantwortlich. Also die Elektronen um ein Atom bewegen sich derart schnell, dass sie sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und das heißt, wir müssen ganz neu rechnen, weil wir haben natürlich auch eine relativistische Massenzunahme und das hat Einfluss auf die Orbitale. Und wenn wir sehen, wir können das rechnen für Gold, und dann sehen wir jetzt, dass da der Grundzustand von Gold senkt sich energetisch ab und auch der erste angeregte Zustand kommt stark nach unten und Gold ist gelb, also es absorbiert im sichtbaren Licht. Die Frage ist jetzt einfach, was macht dann 111? Und jetzt sehen Sie, der erste angeregte Zustand wird zum Grundzustand und der wird zum zweiten angeregten Zustand. Also es überkreuzt sich alles und deshalb wird die Voraussage der chemischen Eigenschaften schwierig. Es ist nicht einfach so ein Extrapolieren, sondern man muss jetzt richtig rechnen und dann versuchen, das zu verstehen, was das bedeutet. Gut, jetzt als letztes ein Beispiel chemische Experimente mit Flerovium, Element 114. Das ist eigentlich das, was im Moment publiziert ist, das schwerste Element, mit dem man Chemie gemacht hat. Und Flerovium ist hier. Nein, ist nicht da, aber ich wollte etwas sagen über die Voraussagen. Und schon 1975 hat ein theoretischer Chemiker ein Paper geschrieben und er hat geschrieben, R-Elements 112, 114 und 118 relatively inert gases. Bei 118 würden wir alle zustimmen, das scheint vernünftig zu sein, weil das gehört in die Gruppe Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon, Oganeson. Und das ist für mich okay, grün. Bei Gruppe, wo das 112 reinpasst, Zink, Cadmium, Quecksilber, Kopernicium, dann könnte man auch sagen, ja, also Quecksilber ist ja schon ein spezielles Element. Es ist ein flüssiges Metall bei Raumtemperatur und hat auch eine gewisse Flüchtigkeit bereits. Und das ist schon außergewöhnlich. Und das kann gut sein, dass das Kopernicium hier auch sehr flüchtig ist. Und jetzt in dieser Gruppe, da das Flerovium gehört zu Blei, vielleicht ein bisschen weniger flüchtig als das Kopernicium hier. Aber Blei hat auch einen relativ tiefen Schmelzpunkt und vielleicht könnte man sagen, die relativistischen Effekte könnten in der Tat dazu führen, dass das ein sehr flüchtiges Element ist. Und das wollte man überprüfen in einem Experiment. Und Sie sehen wiederum, dass man dazu diesen Separator verwendet hat. Zuerst. Einfach mal, um eine Grobtrennung zu bekommen, eine möglichst schnelle. Und man hat also Flerovium hergestellt, zwei Isotope, die haben ein paar Sekunden Halbwertszeit. Die fliegen durch den Separator und werden hier durch ein dünnes Gitter und eine dünne Folie in die Gasphase überführt. Und dann werden die transportiert in der Gasphase durch Detektoren. Und zwar sind das Siliziumoxiddetektoren, die sehen so ungefähr so aus. Also es ist im Prinzip ein dünner Kanal, der aus Detektoren gemacht ist. Und zwar hat man zuerst einen Kanal, der nur Siliziumoxidoberfläche hat, dann hat man das mit Gold beschichtet und dann zum Schluss hat man noch einen Temperaturgradienten angehängt, um zu sehen, letztendlich, wo detektieren wir diese Atome?
und detektieren wir sie überhaupt? Jetzt muss man zuerst mal untersuchen das Verhalten von Blei. Also Blei kann man auch herstellen, kann man auch abseparieren und das ist die blaue Kurve hier. Also Blei wird auf den Siliziumdioxid-Oberflächen abgeschieden. Und das fliegt nicht weiter. Das ist also, wird hier einfach abgeschieden, diffusiv kontrolliert. Dann Experimente mit Quecksilber, um so ein bisschen Gruppe 12 anzusehen. Und dann sehen Sie, dass das fliegt über das Siliziumdioxid weg und wird dann mit dem Gold reagieren. Also das ist das grüne Absorptionsprofil. Und Fluorovium, das fliegt auch über das Siliziumdioxid hinweg. Keine Ereignisse hier. Es gibt einige Ereignisse hier, so wie Quecksilber. Und ganz am Schluss gibt es noch ein paar. Und das wäre mehr das Verhalten von Radon. Jetzt haben wir ein Problem. Also einerseits war das Experiment erfolgreich. Man hat in der Tat Fluoroviumatome beobachtet, auch mit den richtigen Zerfallseigenschaften. Die machen nämlich solche Ketten, entweder Alpha-Alpha-Spontanspaltung oder Alpha-Spontanspaltung. Und das stimmt. Der Nachweis ist korrekt. Also das sind wirklich Fluoroviumatome, die man da beobachtet hat. Jetzt kann man das simulieren mit einer sogenannten Monte Carlo Simulation. Man kann das also modellieren, das System. Und der Parameter, der wichtig ist, ist die Adsorptionsenthalpie. Also mit welcher Energie wird ein Atom auf einer Oberfläche letztendlich dann festgehalten. Und wenn die Energie hoch ist, dann habe ich eben diese diffusiv kontrollierte Absorption. Wenn die Energie niedrig ist, dann kann eben ein Atom über die Oberflächen hinwegfliegen und wird dann hier unten, wo es kalt wird, langsam aber sicher abgeschieden. Und Sie sehen wieder schwarz die Ereignisse hier, also ein paar sind hier oben und ein paar hier unten. Und wenn das das Gleiche ist, und das ist es, dann zeigen die zwei unterschiedliche chemische Verhalten. Und das war etwas schwierig zu interpretieren. Man ist mit folgender Erklärung gelandet, dass man gesagt hat, also die Goldoberfläche ist halt nicht sehr homogen. Das ist nicht ein Kristall, sondern der hat, diese Goldoberfläche hat verschiedene Absorptionssites. Und je nachdem, manchmal ist die Absorption schwach, und dann fliegt das Atom wieder weg und wird mit dem Gas weiter transportiert. Oder manchmal hüpft es ein bisschen rum auf der Oberfläche und findet dann hier so eine Tasche, wo es besser festgehalten wird. Und dann reicht die Zeit nicht aus, dass es wieder sich entfernen kann. Und letztendlich, und damit komme ich zum Ende, Fluorovium ist flüchtiger als Blei. Fluorovium ist mindestens so flüchtig wie Quecksilber und reagiert mit Gold. Das ist auch wichtig. Fluoromium ist aber weniger flüchtig als Radon und deshalb ist es ein flüchtiges Metall. Und das ist das, was wir heute über dieses Element sagen können, indem wir eben etwa 8 Atome beobachtet haben. Damit komme ich zum Ende und danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Ja, also vielen Dank. Also ich hätte noch lang zuhören können. Es ist ja spannend, ein paar wenige Atome, was Sie da über die herausfinden. Ah, nicht sehr gefährlich. Der Seaborg hat im Zyklotron so wenig hergestellt, dass das überhaupt... Sie haben gesehen, wie der Ed McMillan gearbeitet hat im Hemd und die Krawatte ein bisschen reingesteckt und so hemdsärmelig. Es war nicht gefährlich. Also diese sowohl Seaborg als auch Giorso sind sehr alt geworden. Obschon Giorso hat mal ein ganzes Kalifornium-Target eingeatmet und das war sicher aus heutiger Sicht ziemlich gefährlich, aber also
Er hat gesagt, dass er hält mich jung und er ist also weit über 90 geworden. Ja, diese Bestrebungen gibt es. Okay, wir müssen unterscheiden. Beispielsweise, wenn wir von Plutonium reden, dann gibt es sogenannte Mixed Oxide Fuels und die werden bereits heute eingesetzt in Kernkraftwerken. Das heißt, man versucht, den Vorrat an Plutonium wiederum zu vermindern, indem man das Plutonium spaltet. Aber wir haben natürlich nachher die Spaltprodukte, aber die sind kürzerlebig als das Plutonium. Und der neue Reaktor, der EPR, so wie er jetzt gerade in Finnland in Betrieb gegangen ist, der kann bis zu 80% dieser Mixed Oxide Fuels im Prinzip vertragen. Also es gibt Technologien, im Prinzip das Plutonium wieder einzusetzen, und es gibt auch Forschungsprojekte, wie man auch Americium, Curium und so weiter auch integrieren könnte in solche Brennstoffe. Also in dem Sinn gibt es das, aber es gibt auch Projekte, wo man versucht, mit Spallationsneutronen diese schweren Elemente wieder zu spalten. Aber das ist erst im Bau befindlich. In Belgien gibt es das Myra-Projekt, da gibt es ein 600 MeV-Protonenbeschleuniger gebaut, der dann letztendlich über ein Flüssigmetall-Target schnelle Neutronen macht, die dann letztendlich Plutonium und schwerere Elemente wieder spalten sollen. Aber was ich machen muss, ist jedes Mal, ich muss diese Brennelemente wieder aufarbeiten. Und das ist politisch heutzutage nicht korrekt, dieses Wort zu verwenden. Aber man hat sich beholfen. Es heißt also jetzt, der Prozess nennt man jetzt Transmutation. und das chemische Wiederaufarbeiten nennt man Partitioning. Aber es ist in dem Sinn nichts anderes, als was La Hague oder Sellafield macht. Nein, nein. Also es wird schwierig. Also vielleicht kann ich Ihnen das. Also letztendlich, was uns dann stören wird, ist die Spaltung dieser Elemente. Und also das ist gerechnet. Sie sehen hier bis 126 und man sieht wiederum diese Insel hier, wo man sehr hohe Spaltbarrieren hat, aber dann geht es da runter auf 3,5 MeV oder noch weniger und dann wird es schwierig. Also ich denke, es gibt zwar Leute, die sagen, ja, wir können auch sogenannte Buckyball-Kerne haben, also die sozusagen fast innen hohl sind und nur außen Protonen, Neutronen, aber ja, ich denke, es wird, da wird dann Schluss sein. Das ist eine Tragik, richtig, aber sie hat zumindest ihr Element bekommen. Was hat sie? Sie hat zumindest ein Element bekommen, posthum. Ah, ja. Ja. Sie sehen es hier. Genau, also hier ist das Meitnerium und damit Sie noch ein bisschen mehr Genugtuung verspüren vielleicht, der Otto Hahn, das war das Element 105, war Hanium. Aber das ist rausgefallen und also Hahn hat sein Element verloren, aber Lise Meitner hat eins bekommen. Wenn wir schon beim Thema sind mit den Staaten und so, also es war ja früher oftmals so, dass man nicht sicher war, ob man das jetzt gefunden hat oder nicht. Ist man jetzt sicher bei diesen neuesten Entdeckungen, ja, aus Russland, dass das stimmt? Ja. Schon. Ja, weil eben gewisse Experimente haben wir in Deutschland wiederholt und wir haben das auch gefunden. Völlig unabhängig vom Ort und so weiter. Also das stimmt schon, das ist die Wissenschaft, funktioniert da. Ja gut, also dann herzlichen Dank noch einmal, das war wirklich sehr interessant. Und dann kann ich Ihnen nur noch die nächsten Vorträge noch schnell ankündigen. Also am 5. März, am Sonntag, gibt es einen
Vortrag zu Mikro- und Nanorobotern für die Medizin von Professor Simon Schürle-Fink. Und dann am 10. März, das wäre wieder am Freitag, hier zu den Solartreibstoffen. Da kommt jemand von der Firma Synhelion vorbei. Also die versuchen aus CO2 und Wasserstoff Kerosin für Flugzeuge herzustellen. Gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ade miteinander.